Okay, ich steck mir gleich ein neuer an. Wir haben ein Problem, Herr von Marcellis. Ja. Wir haben da vier Rollen Stroh. Ja, die müssen irgendwie hier vorkommen. Ja, weil der Typ irgendwie Thrombose in den Beinen hat, mit seinen Thrombosestrümpfen nicht laufen kann, kurzsichtig ist und die da nicht sieht, damit der die wieder zurücknehmen kann. Das heißt, das Stroh muss irgendwie hier hin. Die Kosten dafür übernimmt Hillblum, weil der ist das schuld. Und der muss das wieder zurückkriegen. Muss ich irgendwie gucken, dass ich das hier vorkriege. Könnten wir den Mercedes und das Quad wegfahren? Dann probieren, das hier vorzukriegen. Kriegen wir hin. Ich zünde mir eine Zigarette an. Ach du Scheiße, der versucht den nicht dahin zu. Bruder, sag doch, dass das nicht geht, wenn du den nicht abschleppen kannst. Zimmer! Also, alles fein. Bei allem Respekt, der Herr, aber. Der ist zu klein dafür, ich merk's auch gerade. Haben Sie ein Loch im Kopf? Na. Sie versuchen mit dem Gerät gerade. Van Bach schaut gerade über die Raupe. Sie probieren mit dem Gerät gerade das Ding anzuschubsen, damit er da hinten landet. Sie zerbeulen sich die ganze Karre und brauchen gleich ein neues Auto, wenn sie da weitermachen. Das ist ja auch schon einigermaßen gewollt. Können Sie das nicht eher ziehen? Ja, wollte ich gerade probieren. Von vorne klappt es nicht, habe ich keine Anhängermöglichkeit. Von hinten wollte ich es gerade probieren, wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich bräuchte dafür den großen Schlepper und den habe ich nicht. Wie, den haben Sie nicht? Ja, ich bin leider noch nicht so weit ausgelernt, dass ich einen großen LKW-Schlepper fahre. Ja, das habe ich gemerkt. Eventuell sollten Sie über eine Fortbildung auch dringend nachdenken, wenn Ihre Vorgehensweise ist, frontal mit Ihrem Fahrzeug das Ding mit Stroh da vorne hinbewegen zu wollen. Soll ich mal gucken, ob der mir noch einen Bulldozer verkauft und mir den woanders hinstellt? Wird er nicht machen. Und einen Bulldozer. Ich zünd mir eine Zigarette. Chef, können Sie mal schauen, ob das passt? Ob was passt? Kommen Sie mal hin und gucken Sie mal, ob der vielleicht das bessere Augengläser hat. Ob Sie den verkaufen können. So, nimmst du bitte. Nee, nimmt er nicht. Ja, mach da. Ach, der Chef muss jetzt einen Traktor. Chef, könnten Sie mal bitte in den Traktor einsteigen und mal gucken, ob Sie den ankoppeln können? Pause! Ah, vielleicht geht das ja. Der will denn nicht. Ich versuch grad nochmal was. Ja, er müsste ja wahrscheinlich schieben. Ich mir den ersten Tag von Batas Rückkehr ein bisschen anders vorgestellt. Ich will ja nicht sagen, ich hätte mir meinen ersten Tag nach meiner Rückkehr anders vorgestellt, aber ich hätte mir den ersten Tag nach meiner Rückkehr anders vorgestellt. Stressiger? Nicht damit zu versuchen, vier Heuballen zu verkaufen, die $150.000 gekostet haben. Das sind acht und nicht vier. Ich war gerade oben drauf. Das sind tatsächlich acht, ich hab's vom Dach überprüft. Abend. Was lachst du so, Charles? Weiß nicht, irgendwer hat Strom gekauft. Hat sich schon einer mit der Maske daneben gestellt? Oder gab's den Gag schon? Den gab's schon. Das war der gesamte Gag. Ja, wollte nur fragen. Den darf man nicht liegen lassen. Wie wär's, wir legen uns alle mal kurz hin, stärken uns und versuchen den dann mit dem Trecker einfach zu schieben? Das Ding ist, selbst wenn der die Scheiße jetzt nicht mehr nimmt, wie werde ich denn das los? ACLS-Mann! Wer braucht denn Heu? Die Daltons. Vielleicht die Daltons. Ich meine, scheiß auf die 150.000, aber wie werde ich einen Anhänger voll Heu los? Moment, ich ruf mal die Bullen an, ob die das abschleppen können. Der ACLS kann das auch abschleppen. Der ACLS, der hier ist, kann das abschleppen. Achso. Ackelsmann, komm mal rüber! Können Sie den Wagen mit dem Heu? Ja. Wir werden den an den hier nicht mehr los. Können Sie den einfach abholen lassen und zu der nächsten Garage bringen lassen? Kann ich machen lassen. Ich guck dann, dass mir irgendeiner scheiß Heuballen abkauft. Dann könntest du auch ihn nochmal fragen. Ich glaube, er holt auch Zeug aus deiner Garage ab. Aus ihrer. Wer? Der LKW-Händler. Nee, holt er nicht. Aus ihrer Garage? Sicher. Also wir können es ausprobieren. Ach so, wenn das in der Garage steht. Wenn das dann, in ihrer Garage steht. Dann steppen Sie mal schnell ab. Dann lassen Sie das doch erstmal wegbringen. Rufen Sie irgendwen an, der das Ganze abholt und lassen das wegbringen. Also ich würde sagen, Hillblum hat gleich einen Trecker gekauft, ne? Nach der Probefahrt. Das ist schon, ja. Echt? Ich glaube schon. Eine Viertelstunde ist rum. Das ging schnell. Alter, wie schnell war die denn jetzt hier? Ich wollte sagen, das verging aber. Haben die eine Hutti in der Nähe oder einen Supermarkt Außenposten? Haben die nicht gesagt, die haben Mafia-Woche? Echt so, die wollten sich ja noch bei uns vorstellen. Ja.
Vielleicht ist das deren Bild von Mafia. Nee, die hatten Gangster. Was habt ihr denn? Disciple-Woche, oder? Nee, Gangster-Motto-Woche. Gangster-Motto-Woche? Ja, ja, wir sind die 323 Straßenbande. Gang, Gang. 1 und 1 und 5 und 5. Das geht. Wie viele Flaschen Codein-Fanta habt ihr dabei? Olas, amigos. Und wir haben unseren besten Mann Clucking Bell dabei. Dreh dich mal um. Das ist der Gangster von uns. What's ballin', what's clocking? Clucking Bell, oder? Braucht ihr 8 Ballen Strom? 8 Ballen Strom? Ja. Alles schon schön gebunden. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht, aber ich dachte doch, ich wäre der Einzige. Es gibt daran nichts zu verstehen, braucht ihr 8 Ballen Stroh. Trockenes Gras, gebunden zu Ballen, 8 Stück. Schön nein, verpackt auf den Anhänger. Das ist auch kein Codewort oder sowas. Ist das irgendwie zweideutig gemeint, dass nein, wir 8 Ballen Stroh nein, das ist eine ernst gemeinte Frage. Braucht ihr 8 Ballen Stroh und einen Anhänger? Ich meine, ihr habt ja schon die Maske dazu auf. Gras oder Gras, gedroschenes Getreide. Können wir das gebrauchen? Kann man das zu irgendwas machen? Hier, ihr wisst das doch bestimmt, die Arbeiter hier. Kann man daraus irgendwie wieder Alkohol machen oder so? Pferde kannst du damit füttern. Du kannst dich auch reinlegen und darin schlafen. Oder was verkaufst du als ein Bett im Kornfeld. Oder du kannst Strohhüte draus basteln. 130.000 und ihr könnt einen Anhänger voll mit 8 Ballen Stroh mitnehmen. Können wir fahren zum Meeting Point, ich zeige euch mein Stroh. Ja. Ich bin gleich da. Ich baue ein bisschen. Durch wann trägst du eigentlich Hut, Steinfeld? Weil es die ganze Zeit regnet. Ich hab mir den vorhin aus dem Auto geholt. Wenn Dennis Worte wie irgendwer benutzt, ne, krieg ich jedes Mal eine Halsschlagader. Ne, ich hab bei Dennis generell gerade eine Halsschlagader. Was ist irgendwer für ein Wort? Weiß ich nicht. Hauptsache er fährt Quad. Wieso hast du generell eine Halsschlagader bei Dennis? Ach, keine Ahnung. Leute, nach 2 Wochen gibt er Rotkrawatte. Gestern hat er mich von den Anwärtern entführen lassen als Test, ohne das vorher mit mir abzusprechen. Dich entführen lassen? Ja. Ich glaube, da wird ein ernstes Wort fällig. Und auch jetzt, also ist ja klar, dass ich das alles mit dir ansprechen will, aber eine Sache nach der anderen über mich mit dir schon direkt ansprechen, während dir halt Chaos ist, ja. Es ist kein Ding, aber es ist halt auch nichts, wo ich dann so, ja, das macht mir Spaß. Boah, ich liebe dieses Auto, so. Ey. Jungs, das ist mein Stroh. Krass. Ich habe den Flex gerade eingepackt, yeah. Des Platzes. Und das okay. Passende Fahrzeug zum Ziehen steht direkt daneben. Das ist cool, ja. Yeah, darf ich den Traktor fahren? 130.000 und das Stroh gehört euch. Ey, Billy, das ist ja wie bei dir in der Heimat, ne? Ja. Yeah. Das erinnert dich daran, ne? Da fragt mich halt gerade so ein bisschen drüber, ha? Versuch das aber bei den Farmern loszuwerden. Ja, warte mal, ich hab eine bessere Idee. Ich hab den Cops das doch angeboten. Mhm. Ich hab kein Nein gekriegt, oder? Du hast ein Dörpin bekommen. Ich sehe das immer als ein Nein. Ich sehe das irgendwie als verkauft. Naja, ja, ich habe gefragt, ob die das kaufen wollen. Die haben gesagt, dass die sich umhören. Bisher hat sich keiner mit einem Nein gemeldet. Und wenn das kein Nein war, sehe ich das als verkauft. Den Fall kann doch nicht mal ich gewinnen, Ryan. Du hast mir nicht mal Zeugen. Das war ein Telefonat zwischen 2 Leuten. Du kannst keine Zeugen haben. Wetten? Ach Mensch. Dabei. Ja, ach, guck Mensch. Mal, wer da wach ist. Ach, du Scheiße. Markus. Hallo. Willst du 8 Ballen Stroh? Chef, Ihnen ist aber bewusst, dass das nichts bringt, oder? Wenn das schon Augenprobleme... Achtung, oben weg da! Besser, okay. Ich habe mir nur eingebildet, ich hätte das Stroh dabei. Ich habe das irgendwo vergessen. Hat er nicht in den Rückspiegel geguckt. Warum verkauft er das denn, wenn das so strange ist, Alter? Hallo Alessio. Hola, 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 was geht denn ab? Was geht ab? Komm mal zum Meeting Point. Oh. Ich erklär dir da alles weitere. Meeting, okay, alles klar, ich bin auf dem Weg. Bis gleich. Sie. Kroll. Hola. Ey, da stand ich. Ey. Ja komm, wir machen dir ein bisschen Platz. Danke, ja. Du hast doch kein eigenes Haus eigentlich so richtig, ne? Außer dein Wohnwagen. Ja.
Also, dein Wohnwagen, ne? Hm. Ich meine, wie wäre das denn, wenn du dir ein Haus aus Strohballen bauen könntest? Ja, eine Höhle. Eine Höhle, ja, wie in einem Film. Ja, will ich. Hast du Bock auf 8 Strohballen? Ja. Ja, perfekt. Vorne am Stadtpark kannst du die abholen. Vielleicht sagst du ihm noch, was es kostet. 130.000. Das machst du mit Herr Butters am besten aus, ne? Ja. Ach du, Alter, warum... Hat er gerade... Jetzt würde ich auch laufen. Aber er läuft instant weg, aber sofort ohne was zu sagen. Einfach ohne reden. Steinfeld, geht's dir gut? Du hast noch nie in deinem Leben Schläge... Doch, in der Schule, aber jetzt schon länger nicht mehr. Ich weiß, die Schule ist ein bisschen länger her. Das hat gerade mehr wehgetan als der Schlag. Obwohl ich gar nicht mehr in der Schule geschlagen wurde. Safe, wurdest du in der Schule... Wer glaubt, dass Steinfeld in der Schule geschlagen wurde? Ja, hundertprozentig. Ja, sie. Er saß in der ersten Reihe und hat von ihm dem Spuckrohr bekommen. Nee. Erstens nicht erste Reihe, zweitens nicht... Gut, ich habe mich ein paar Mal geprügelt, aber das war früher. Steinfeld war auch derjenige, der ins Lehrerzimmer in der großen Pause durfte. Tascha. Wem seid ihr? Überhaupt keine Ahnung, wir wollen halt Steinfeld geschlagen haben. Ihr kennt mich doch gar nicht. Ja, guck mal, wir haben gar keine Hausaufgaben aufbekommen. Können Sie er ist weggerannt. Und alle anderen hinterher. Ich weiß sonst gar nicht, was ich damit das machen soll. Ich habe keine Freunde, ich will Hausaufgaben machen. Boah, Alessio. ist nur Spaß, Steinfeld. Okay, gut. Das heißt, für das, was Kroll gemacht hat, sehe ich die Heuballen verkauft an Kroll. Dann wünsche ich allgemein einen angenehmen Abend. Wir könnten dann. Sehr schön. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend, ne? Hey, Leslie. Zum Golfplatz. Ja, Mutamba? Golfplatz, okay. Fährst du mich zum Golfplatz? Ja. So, Ryan, wie war die Urlaub? Ja, gut. War gut, hast du dich geholt? Ja, ihr habt mich geholt. Bis ich ja wieder kam und nur am Rumschreien gewesen bin. Steinfeld hat übrigens irgendein Problem mit Dennis. Die kommen gerade nicht so gut miteinander aus. Unter anderem, weil Dennis mir gesteckt hat, dass Steinfeld den Jungs die BMW verkauft hat und die ganze Kohle in Aktien gesteckt hat. Was heißt denn die Pfanne? Nee. Also Steinfeld interpretiert das ein bisschen so. Dennis hat mich mehr darüber in Kenntnis gesetzt, dass die jetzt die BMW haben. Und ich fragte... Aber, das ist noch nicht fix. Der soll mal die Schnauze halten. Doch, die haben die alle abgekauft. Ja, erstmal, aber wir haben gesagt, die können die erstmal haben und fahren, aber das endgültige Urteil fällen wir, wenn wir gemeinsam entschieden haben. Das war der Call. Sieh. Tut mir leid, ich weiß gerade nicht so genau. Ich habe keine Ahnung, ob dir klar ist, wer du bist, wer ich bin und was diese Situation ist. Aber warte mal, Steinfeld hier. Ich weiß, wer ich bin mittlerweile so. Also. Okay, und was? Ja, ich bin Kroll. Was ist Kroll? Ein Nachname? Machst du dich gerade über mich lustig? Nein, ich antworte auf Frage. Wie soll ich mich über Sachen lustig machen? Steinfeld war ein guter Schüler. Keiner lacht, ich lache nicht. Kein Witz, kein lustig mache. Also, so genau das ist der richtige Weg. Sprich nochmal an, wie du mich gesagt. Mit Leslie Cheng verwechselt hast. Boah, Wolf, also. Achso, der will. Haut er jemand auf die Rübe? Warte mal, Steini oder was? Oder was? Aber es ist mir auch gerade viel zu kompliziert einzusteigen. Das ist viel zu kompliziert hier. Deshalb laufen wir. Sie, wir fahren. So. Mhm. Was hat mir in meiner Abwesenheit mit Steinfeld gemacht? Der haut wird langsam. Der haut ihm auf die Rübe, oder? Sieh, ich arbeite stetig daran. Ich glaube, er geht jetzt zum Haibecken mit ihm. Soll ich mal einen Arzt rufen? Boah, ich würde es erstmal noch abwarten. Okay. Sache ist die, du kannst ja Golf spielen, oder? Ich rufe einen Arzt. Ja, gibt immer 2 Runden. Gut, fangen wir hier mal an. Einfach nicht so weit vom Loch entfernt, ja? Und dann gibt es halt diese Rollenverteilung. Das ist immer wichtig. Ja, aber das mal zeigen. Eine Spieler. Ein wunderschön. Ist der Erste, der abschlägt. Golfplatz übers Loch gestolpert und liegt hier mit der Platzwunde am Kopf. Und zählt durch, wie viele vorbeischicken können. Schade, wie viele Schläge der gebraucht hat. Aber natürlich habe ich. Und der zweite Spieler, der ist der Ball. Dann kann das so 5 Minuten dauern. Ja, und ja, und der muss in das Loch. Wie? Also wenn man jetzt entsprechend hier mal anfängt. Da gibt's doch so ein... Ey! Schöner Schwungsteini! Ich hab einen Arzt gerufen. Ne? So. War das ein Hole-in-One? Das war ein Hole-in-One. C,
Sehr gut. Ich bin begeistert, Steinfeld. Ich bin stolz auf dich. Der hat gut gesessen, der hat gut gezimmert. Ich bin überrascht und stolz. Ja, ich glaube, ich bin heute einfach ein bisschen sauer. Ja, sieh, man muss das auch mal ausleben können. Ja. Ne? Ich muss mal kurz ein SMS lesen. Wir müssen gleich noch über was anderes reden, Steinfeld. Jetzt überlässt ihr das. Ja. So, Arzt ist gerufen. Steinfeld, erklär bitte nochmal jetzt, wo alles ja auch da ist, deine Differenzen, die du mit Dennis hast. Vor allem den Teil mit der Entführung, der interessiert mich ja, nämlich auch nochmal sehr tatsächlich. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die, um ihre Dullis zu testen, dich entführen lassen, ohne dein Wissen, dass du zu einem Test entführt wirst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe keine Ahnung, was das sein sollte. Also, war jetzt auch nicht die große Sache, aber ist halt was eigentlich nicht geht. Ich bin abends halt ans Haus gegangen, habe da dann nochmal Dennis eine SMS geschrieben, dass ich jetzt raus bin, weil der halt in der Konferenz dann gesagt hat, vielleicht treffen wir uns nochmal. Habe ich gerade nochmal was angeschaut, also Aktien, dem Moment hält halt ein schwarzes Fahrzeug, in der Einfahrt steigen zwei Leute aus, einer sitzt noch drin und kommen her und sagen, hier, Telefon und so weiter. Und dann wird, halt das abgenommen und einer davon bedroht mich auch mit einer Waffe. Ich habe das ehrlich gesagt nur so halb für voll genommen, weil ich mir das nicht so ganz erklären konnte, aber weil es auch, keine Ahnung, keine Schals oder sowas, aber weiß ja auch nicht. Ja. Halbzeit zusammen. Und was ist passiert? Unfall Zeit. Beim Golfspielen. Ich wollte gerade den Golfball spielen, aber leider bin ich ausgerutscht, ist ja sehr nass. Und hab leider ihn getroffen stattdessen. Das ist sehr tragisch. Was hat er für ein Handicap? Er? Ja. Das Problem ist, dass er noch gar nicht zum Spielen gekommen. Also. Achso, das ist natürlich, ja. Fängt gut an für ihn. Ja. Gut, wir gucken, was wir tun können. War noch mein Lieblingsarzt. Ja. Erzähl weiter, Schneider. Ja. Und dementsprechend dann halt erstmal mit der Waffenbedrohung gesagt, einsteigen. Entsprechend eingestiegen, hab dann gefragt, wie es ihm so geht und was sie heute noch vorhaben. Daraufhin meinte dann halt einer von denen, dass man mir eine Klebeband über den Mund machen solle. Und in dem Moment Dennis, der dann auch im Fahrzeug war, hat das dann halt gestoppt und meinte, okay, stopp, hier, das geht nicht. Das geht zu weit quasi und ist dann wieder zurückgefahren, ausgestiegen, also weil was da soll, aber ehrlich gesagt wollte ich ins Bett, dementsprechend habe ich da jetzt nicht groß was aufgemacht. Okay, aber gesagt, die haben dich mit einer Waffe bedroht und haben dich in dem Gefühl gelassen, dass du gerade entführt wirst. Ja, und habe dann in dem Zusammenhang halt Dennis gesagt, hier mit Waffe bedroht und so. Und dann hat er zu den beiden, die das gemacht haben, gemeint, hier, ihr kniet euch jetzt hin und entschuldigt euch, haben das gemacht. Und ich bin dann halt ins Bett gegangen. Aber, sag mal, was denken die denn, wer die sind? Was entführen die dich? Wir standen zwei Tage vorher noch, war das auf der Kippe, ob wir Krieg mit den Abu Nazars haben oder nicht. Und mit einmal kommen die in Schwarz und entführen dich. Hat der getrunken? Geht's ihm noch gut? Vor allem, was denken die anderen, wer die sind, dass sie auf eine derartige Anordnung, Steinfeld zu entführen, überhaupt hören? Das, wenn zu denen einer sagt, entführe Steinfeld, ist das Erste, was sie sagen, nein, das werde ich nicht tun, scheißegal, wer du bist. Also ich sag dir, die können vom Glück reden, dass es dich erwischt hat, ne? Wären zwei Solelex an mein Haus gekommen, ne? Und nur einer hätte eine Waffe draußen gehabt, dann hätte ich den hier gemacht und hätte ich die beiden in die Wüste geschickt. Okay, Jungs, das hat Konsequenzen. Das hat definitiv Konsequenzen. Ich will den nicht einfach nur zusammenstauchen. Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Bist du morgen da, Alessio? Sie, bin ich. Wir trommeln uns morgen eine Truppe zusammen und entführen die. Wir inszenieren eine Entführung. Wir gucken, dass wir mit denen irgendwo stehen, sodass sie nichts ahnen, sodass wir alle dort im Kreis stehen. Gucken, dass wir Leute damit beauftragen, die alle zu entführen. Vor allem inklusive denen, die sich getraut haben, dir eine Waffe in die Fresse zu halten, Steinfeld. Dann werden wir, sobald die entführt sind, werden wir denen sagen, dass die uns um die Ecke packen sollen und so tun sollen, als wenn die uns auf die Fresse hauen. Weil und irgendwas sagen sollen wie, es geht nicht um euch, es geht nur um die Rotkrawatten und so weiter. Also, aber ich habe einen langen Tag hinter mir, ich bin heute erst wieder zurückgekommen, Leute. Ich gehe mich jetzt hinknallen. Wir sprechen morgen Abend. Alles klar, machen wir. Bis morgen, Ryan. Bis morgen. Schlaf gut. Yeah.